willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Rezension. Heute geht es um das Buch A Lovely Curse von Kira Licht. Das Ganze ist am 18. September 2019 im Ravensburger Buchverlag erschienen, kostet neu 14,99 Euro und hat 480 Seiten. Außerdem ist das Band 1 einer Dilogie. An dieser Stelle einmal vielen, vielen lieben Dank an den Ravensburger Buchverlag für dieses Rezensionsexemplar. Ja, worum geht's in dem Buch? In dem Buch geht es um Aria und Aria hat einen ziemlich harten Schicksalsschlag hinter sich, denn ja, ihre Eltern hatten einen Autounfall und sind beide verstorben und da sie noch keine 18 ist, muss sie jetzt zu ihrer Tante nach Little Creek ziehen. Ja, in ein Örtchen, was sehr klein ist und wo jeder quasi jeden kennt. Und sie kommt eben ursprünglich aus New York und ist erstmal ein bisschen überfordert von, ja, der Kleine der Stadt, wenn man so möchte. Und ihre Tante besitzt eine Ranch. Und ja, Aria muss sich jetzt dort einleben und es läuft gar nicht gut. Die Schüler oder ihre Mitschüler mögen sie überhaupt nicht und ja, mobben sie. Und dann passiert eines Tages etwas komplett Furchtbares. Sie bekommt nämlich weiße Haare über Nacht und kann sich dieses Phänomen einfach nicht erklären. Und ja, mehr möchte ich euch schon gar nicht verraten. Ich muss nämlich sagen, dass ich finde, dass der Klappentext das Buch relativ viel spoilert. Denn ja, das, was auf dem Klappentext steht, passiert erst relativ am Ende des Buches. Ich muss sagen, das fand ich nicht so toll, weil ich das sonst, glaube ich, noch etwas spannender gefunden hätte, herauszufinden, ja, warum sie denn weiße Haare bekommen hat. Aber durch den Klappentext wusste ich das eben schon. Deswegen, falls ihr das Buch lesen möchtet, lest euch nicht unbedingt den Klappentext durch. Ja, das mal so am Rande erwähnt. Fangen wir einmal kurz mit dem Cover an. Ich liebe das Cover. Ich muss sagen, irgendwas stört mich allerdings an dem Mädchen. Ich bin ja eh kein so großer Fan von Personen auf dem Cover. Ich kann aber beim besten Willen nicht sagen, was mich an diesem Mädchen stört. Was ich aber super finde, sind ihre Haare, weil ich mir im Buch tatsächlich nicht vorstellen konnte, ja, wie sie eben mit weißen Haaren aussehen soll. Deswegen war das eine sehr, sehr große Hilfe, jetzt ja, auf dem Cover eben zu sehen, wie das Ganze aussehen könnte. Und ja, ich mag es, dass es sehr, ja, changiert nennt man das ja nicht, aber dass es so schimmert und mit den Raben. Und ja, alles im Allgemeinen gefällt mir das Cover auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Ja, also, zu Anfang muss ich sagen, dass ich schon nicht mehr so richtig Lust hatte, das Buch zu lesen, weil es ultra viele Rezensionen gibt, die ja eher schlecht sind, beziehungsweise habe ich gefühlt nur die schlechteren Rezensionen gesehen, weil als ich meine Rezension auf Amazon hochgeladen habe, habe ich gesehen, dass es eigentlich doch gar nicht so schlecht bewertet ist. Aber ja, irgendwie jeden, den ich fragte, der das Buch schon gelesen hat, fand es jetzt nicht so toll. Darunter auch Melanie. Und ihr wisst ja eigentlich, alles, was Melanie doof findet, finde ich auch blöd und alles, was sie gut findet, finde ich auch gut. Also wir waren bis jetzt immer einer Meinung. Aber hier muss ich ja einmal widersprechen, denn ich mochte das Buch richtig, richtig gerne. Ich kann aber auch verstehen, warum einige Leute es nicht mochten. Zum einen könnte das am Aria liegen. Ich mag sie total gerne. Sie ja, hat nämlich immer so ihre Gedanken und auf einmal kommt ein ganz anderer Gedanke, wo man sich denkt, okay, woher hat sie den denn jetzt auf einmal? Mitten aus dem Nichts quasi. Und man sich eben fragt, wie kommt sie denn jetzt auf einmal drauf? Aber ich finde das super, super sympathisch, weil es mir auch oft geht, dass ich über irgendwas nachdenke und auf einmal einen ganz anderen Gedanken in meinem Kopf habe. Deswegen war sie mir auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch. Und ja, wenn wir schon mal bei den Charakteren sind, es gibt dann noch nämlich Dean. Und Dean ist quasi der Bad Boy in dem Buch. Und normalerweise mag ich die Bad Boys ja überhaupt nicht, also gar nicht. Aber wow, Dean fand ich einfach so genial. Ich fand ihn so süß und so genial. Also ich weiß nicht, ich liebe ihn. Er könnte vielleicht schon so ein bisschen Lucien aus Ophéas Gale Konkurrenz machen. Aber ganz an Lucien kommt er noch nicht ran. Aber ich finde Dean unfassbar genial.
Und dann gibt es nämlich noch einen Jungen, nämlich Simon. Und Simon ist quasi das komplette Gegenteil von Dean. Der Sunnyboy schlechthin und so eine krasse Nervensäge. Er ging mir dermaßen auf die Nerven. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, ich fand das sehr cool, diesen Charakter. Denn auch wenn er mich genervt hat, fand ich ihn jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen muss, boah, ich mochte das Buch nicht, weil dieser Charakter so nervig war. Was ich eben einfach sehr oft habe, wenn ich einen nervigen Charakter habe. Ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Dann gab es noch so ein paar Zicken in dem Buch. Wobei ich sagen muss, dass ich die eine Zicke echt auch sehr, sehr cool fand. Wobei es vielleicht ein bisschen klischeehaft ist, was mit ihr passiert ist. Aber ich fand es trotzdem sehr gut. Der zweite Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass es einigen nicht so gefallen hat, ist quasi die Geschichte an sich, weil sie quasi erst am Ende des Buches losgeht, wenn man so möchte. Das hört sich jetzt sehr negativ an. Ich persönlich fand das gar nicht schlimm, aber es passiert halt sehr, sehr, sehr lange Zeit nichts. Beziehungsweise habe ich ja eben erwähnt, dass sie auf einmal über Nacht weiße Haare bekommt. Und das ist eben sehr, sehr, sehr lange Zeit das Einzige, was in diesem Buch eben passiert. Am Ende passiert dann auf einmal ziemlich viel und ich muss sagen, dass ich das Ende auch ein bisschen komisch fand. Also nicht ganz so toll gelungen. Aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr neugierig auf Band 2. Wie gesagt, ich fand es gar nicht schlimm, dass gar nicht so viel passiert ist. Man konnte die Charaktere kennenlernen, man konnte das Land kennenlernen und ja, ich weiß nicht, irgendwie gefiel mir diese Geschichte auch so, auch wenn nichts passiert ist, das hat man ja manchmal, dass einem Geschichten auch so wahnsinnig gut gefallen, auch wenn eben nichts passiert. Das Blöde ist nur, das ist halt ein Fantasy-Roman und man denkt halt schon, nun gut, ist das denn jetzt auch ein Fantasy-Roman, weil irgendwie passiert einfach nichts. Aber es ist definitiv ein Fantasy-Roman. Und lasst euch davon nicht abschrecken, dass eben nicht so viel passiert. Ich muss dazu sagen, dass ich auch einfach Kiras Schreibstil unfassbar genial finde. Ich liebe ihren Schreibstil, finde ich bombastisch gut. Und ja, so viel kann ich eigentlich schon gar nicht mehr zu dem Buch sagen. Es hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Zu den 5 Sternen hat es dann doch nicht ganz gereicht, weil eben so wenig passiert ist. Aber ansonsten fand ich das Buch wahnsinnig genial. Ich freue mich sehr auf Band 2. Bin gespannt, was da passieren wird. Und gehe sehr stark davon aus, dass dort mehr passieren wird und mehr Action vorhanden sein wird. Und generell einfach, wie gesagt, mehr passieren wird. Und ja, die Frage aller Fragen am Ende meiner Videos. Kennt einer von euch das Buch und wie fandet ihr es denn? Seid ihr auf der Seite der Leute, die das nicht so toll fanden oder seid ihr eher mit auf meiner Seite, die das Buch gut fand? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren bei diesem Buch. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Rezension ein bisschen helfen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!